schauen wir mal, ob ich an den Knopf rankomme. Machen wir mal so. Und damit wünschen wir euch auch ein frohes neues Jahr. Und viel Spaß mit dem kleinen Feuerwerk. Wo wir noch gar nicht wissen, wie lange das Ganze dauern wird. Wir haben die ganzen Dinger voll gemacht. Die ganzen Läffer voll gemacht. Und drüber sind noch Trichter, die auch noch ziemlich voll sind. Hoffentlich habt ihr ein bisschen Freude und Spaß damit. Ist zwar jetzt nicht mit draußen zu vergleichen, das ist mir klar. Aber wir haben uns auch ein bisschen Mühe gegeben für euch. Und hoffentlich gefällt es euch auch ein bisschen. Wie gesagt, keine Ahnung, wie lange das Ganze dauern wird. Und es vernebelt euch nicht ganz so die Luft zum Atmen. Danke für das kleine, die kleine Spende. Ich hoffe, es gefällt euch wenigstens ein bisschen. Wie gesagt, keine Ahnung, wie lange das Ganze jetzt laufen wird, weil wir haben einfach unten mal die Werfer voll gestopft heute.
Fürs nächste Jahr werde ich, glaube ich, die Timings ein bisschen anders setzen von der Redstone-Schaltung. Aber ansonsten, fürs erste Mal, dass ich das in dieser Art und Weise mache, bin ich eigentlich doch recht zufrieden. Freut mich, wenn es gefällt. Das war unsere Absicht, euch ein bisschen zu erfreuen. Das ist nicht wahr, Wanderer. Du hast fleißig mitgeholfen. Muss es hier nur gerade mal mein Mikro ausmachen, sonst habt ihr wahrscheinlich doppelten Ton. Einmal von Ingame und dann nochmal für das, was bei meinem Mikro reinkommt. Nicht vom Mikrofon, von den Boxen. Aber ist mir auch gerade erst ein bisschen spät aufgefallen. Tut mir leid dafür. Aber ich wollte es mir auch mal ganz kurz wenigstens ein bisschen anhören. Wenn ich schon so viel Arbeit da reinstecke zusammen mit Wanderer. Es läuft ja immer noch, hätte ich gar nicht gedacht. Wann haben wir es angemacht? Ich glaube so gegen halb, oder? Oder kurz vor halb. Ah, dann brauche ich es nur einmal machen. Das ist, naja gut, so lange wird es nicht mehr durchlaufen. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, also wir haben da wirklich einen Haufen Raketen reingeballert. Ja, also ich hätte auch nicht gedacht, Wanderer, dass das wirklich so lang läuft. Das ist schon irgendwie... Keine Ahnung, wie viel los ist jetzt? 43. Also wenn... Ich glaube, ich habe um halb angemacht und das wären das dann 13 Minuten. Also haben wir es vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Wobei, wenn ich hier mal so aus dem Fenster schaue oder das mal so höre, was draußen ist, die ballern auch noch fleißig rum. Von daher... Das sind wir doch, glaube ich, ganz gut dabei mit unserem Feuerwerk.
Aber ich glaube, so langsam nähern wir uns am Ende. Es sind nicht mehr alle Werfer, wenn ich das richtig sehe. Werden jetzt die letzten Reste sein. Ich denke mal vielleicht noch, keine Ahnung. Na, 5 Werfer sind jetzt noch, wenn ich es richtig sehe. Ich würde sagen, doch nicht. Sagte ich, die Werfer sind leer. Aber doch noch nicht. Sind ja doch noch 5 Werfer. Aber jetzt sind es nur noch 4 Werfer. Schauen wir mal, was das letzte sein wird, was wir sehen werden von dem schönen Feuerwerk. Aber ich glaube, die letzten werden die grünen Lilanen sein. Ja, jetzt sind es nur noch 3. Schauen wir mal. Jetzt nur noch 2. Oder der eine hat Ladehemmung. Ne, 2. Und jetzt sind wir gleich fertig. Glaube ich. Nico, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Danke fürs Zuschauen und Dankeschön.
Wobei, ich weiß nicht, wie es bei euch draußen ist. Also bei uns knallen sie immer noch. Und in-game haben wir auch noch zwei Werfer, die sich hier gerade noch abmühen. Aktuell nicht, nein. Aber jetzt weiß ich auch, wer mir den Euro gespendet hat. Dann danke ich dir sehr herzlich dafür, der Warfighter. Ich bekam natürlich eine Nachricht, wusste aber jetzt nicht genau, wer von wem der kam. Ich habe ja gesagt, während des Streams mache ich die Dinge aus. Nicht während des Streams, während des Feuerwerks. Warum jetzt vorhin das bei Lutz trotzdem noch an war, weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich vergessen, den Haken rauszumachen, dass es deaktiviert ist, wenn nicht aktiv. Jetzt ist nur noch ein Werfer. Wie gesagt, ich danke dir für die kleine Spende. Wie gesagt, ich bekam schon die Benachrichtigung per E-Mail. Und ich wollte jetzt irgendwie im Stream auch nicht mit realen Namen um mich werfen. So, ich denke mal, das war's jetzt wirklich. Die letzte Rakete.